Servus, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir steigen natürlich gleich wieder ein, machen hier weiter, müssen aber das Licht jetzt mal langsam einschalten, denn es wird langsam ein bisschen duster. Ja, wie gestern schon angekündigt, möchte ich eigentlich schauen, deswegen rede ich auch gar nicht um lang um den heißen Brei rum, dass ich heute mit der Pistenpräparation soweit fertig werde. Möchte nämlich ganz gerne das Thema dann für diesen Zyklus sozusagen abschließen. Denn ansonsten wird das auch ein bisschen zu langatmig, wenn ich jetzt 3-4 Folgen immer wieder, immer die Pisten präpariere. Ja, das ist dann irgendwie doof und davon möchte ich ja wegkommen. Ich möchte nämlich auch, dass es, auch wenn es so langsam in Richtung des Endes geht, und trotzdem schauen, dass wir hier definitiv, kurz gucken, hier ist die Piste 9, das ist sehr gut. Trotzdem das Ganze kurzweilig und abwechslungsreich halten, denn wie man dann 10 Folgen lang alle Pisten präpariert, wollt ihr bestimmt nach einer gewissen Zeit dann auch nicht mehr sehen, sondern ihr wollt natürlich sehen, was gibt es noch zu entdecken. Und ja, das möchte ich euch natürlich auch noch bieten, und von dem Punkt her werden wir mal so dezent nun die Helfer das übernehmen lassen. Vom Geld her sieht das ja schon mal richtig schick aus. Ach, apropos, wir sind ja jetzt die 10 runtergefahren. Die könnten wir eigentlich jetzt fertig machen. Die war ja eh nicht mehr so teuer. Jetzt sind wir auf der 9, fahren dann oben die 3 weiter. Danach können wir also auch die 9 abschließen. Gerade mal gucken, was soll die 9 noch kosten? Noch 49, ja gut. Das ist dann definitiv kein Problem. Zumal bis wir da oben jetzt an der Ecke sind, wird das auch noch unter 49.000 sein. Wir müssen jetzt nur langsam ein bisschen auf die Finanzen achten. Nicht, dass wir uns da wieder zu knapp dazwischen rechnen. So, na gut, also 212.000 haben wir, das ist eigentlich in Ordnung. Betriebskosten, Gebäude, 210.000 für den ganzen Tag. Puh, das ist schon eine ganze Menge Kohle, mal so gesehen. So, und jetzt haben wir genau 22 Uhr. Das heißt also, jetzt ist der Skitag zu Ende. 210.000 sind also jetzt in unserem Portemonnaie. So, wir fahren jetzt die 3 hier nochmal weiter hoch. Das heißt, wir sind mit der 9 ja durch. 40.000, ja gut, das tut wirklich nicht weh. Das können wir gleich machen. Ist auch ganz praktisch, dann ist das nämlich für die Zufriedenheit über Nacht ganz gut. Achso, die wollte ich euch ja mal zeigen. Denn die Zufriedenheit ist jetzt so langsam wieder auf dem Weg nach oben. Popularität 54%, da haben wir uns massiv nach oben gesteigert, haben auch gleich deutlich mehr Gäste als gestern bekommen, weil wir eben mit der Präparation der Pisten weitergekommen sind. Also ihr seht, das hängt alles ganz eng miteinander zusammen und ist auch verflucht wichtig, dass man wirklich sich um alles gleichzeitig sozusagen kümmert. In diesem Sinne würde ich sagen, drehen wir jetzt einfach mal die Zeit über Nacht hoch. Nein, ich möchte diese Piste jetzt noch nicht präparieren. Diese fahren wir nämlich auch gleich wieder runter. Dann sparen wir nämlich noch ein bisschen Geld. Ganz einfach. So, das sieht soweit schon mal gut aus. Wie gesagt, von Finanzen brauchen wir uns keine Sorgen machen. Bis 7 Uhr sind wir da noch locker gut im Budget drin. Und wenn natürlich dann am nächsten Tag das nächste Geld reinkommt, dann steht auch der restlichen Bearbeitung nichts mehr im Wege. So, wir gucken schon mal. Na, da oben ist die 3 gleich zu Ende. Ah, das ist aber auch eine große Piste, die 3. Die ist richtig übel. Schauen wir nochmal. Ja, 72.000 immer noch. Puh, wow. Das ist einiges an Kohle. 72.000 Euro. Boah, das ist eigentlich noch, finde ich, ein bisschen zu viel für meinen Portemonnaie. Möchte ich so im Prinzip noch nicht ausgeben. Zumal jetzt auch die anderen Pisten, man sieht es hier gerade bei der Piste Nummer 10, auch so langsam wieder ein bisschen ein bisschen verlieren an ihrer Präparation. Das heißt, wir müssen da auch entsprechend schon wieder ein bisschen nacharbeiten. So, Licht können wir schon mal ausschalten. Ich will mich mal dahinter wuseln zur Piste Nummer 2. So, die Zeit ist wieder alles klar. So, die 3, ja, wir sehen es nämlich hier auch, das sind einige Pisten, die jetzt schon gleich wieder nachgearbeitet werden müssen. Das machen wir jetzt auch gleich mal als erstes, dass sie sofort wieder perfekt sind. Das ist nämlich das, was über Nacht auch immer nochmal kommt. Also für die, die das danach weiterspielen, auf alle Fälle jetzt schon mal den Hinweis, wir haben nicht genug Geld. Nee, also jetzt schon mal den Hinweis,
Am besten nicht unbedingt direkt kurz vor 0 Uhr irgendwas mit dem Helfer machen lassen, sondern danach 0 Uhr warten. Denn über Nacht um 0 Uhr werden also ja die Präparationsvorschritte einen kleinen Tick zurückgesetzt. Das ist natürlich nicht ganz so perfekt. Aber wenn man das weiß, kann man sich dann natürlich optimal drauf einstellen. Und so insgesamt sieht das jetzt schon mal ganz toll aus. 18.000 Euro haben wir wieder. Da können wir, glaube ich, ja, den Bereich haben wir fertig. Können wir hier die zwei vielleicht noch machen. Das passt. Und schon sind wir eigentlich fast wieder bei. Das ist schon mal richtig gut. Denn jetzt können wir, wie gesagt, richtig Gas geben. Ja, haben noch so gute 10 Minuten Zeit. Und da möchte ich jetzt, wie gesagt, die Pisten zum Ende bringen. Aber trotzdem auch schauen, dass wir ein bisschen Kohle beimachen. Denn wir sind jetzt natürlich wieder ganz bei Null. Und da wollen wir natürlich weg. Ich möchte ja, wie gesagt, auch den ganz großen Erfolg noch holen. Jo, ist ein ganz schönes Stück Arbeit. Aber wenn die Pisten erstmal alle fertig sind und das Geld reinkommt, dann denke ich mal, läuft das so fast von alleine. Ich denke mal, wir werden auch noch ein bisschen Geld brauchen für die einzelnen Geräte. Die werden auch einiges kosten. Naja, gut. Aber wie gesagt, wir arbeiten uns hier vorwärts. Das passt ja soweit schon mal. Den Punkt können wir eigentlich da uns nicht beschweren. So, da oben scheint es ein bisschen abzutauen auf dem Dach. Mal gespannt, ob das, sobald wir eine Schneekanone haben, auch eine Rolle spielt. Denn dieser Schneebalken, der linke, der ist ja, solange wir jetzt noch keine Schneekanone oder irgendwas in dieser Form hatten, noch nie irgendwie runtergegangen. Weiß nicht, ob das dann erst aktiviert wird sozusagen, wenn wenn man dann das passende Gerät dazu hat. Das wäre natürlich auch eine Idee. Das heißt, da haben wir auf alle Fälle noch was Spannendes, Neues, was wir hier auf uns zukommen lassen können. So, apropos spannend und neu. Ich würde gerne mal die Pisten hier noch fertig machen. Was will die 3? Reicht nicht. 2 reicht nicht. 1 reicht nicht. Oh, da ist aber noch... Oh, jetzt, ach, jetzt haben die auch noch hier nachgelassen. Super. Dann haben wir sie jetzt gleich alle durch, aber sieht schon wieder ganz cool aus. Ja. Und Piste 2 sind wir auch gut dabei. Piste 3 fahren wir jetzt nochmal hoch. Die ist ja ziemlich groß. Da ist das Problem, dass sie halt sehr, sehr viel Geld kostet. Von dem Punkt gut, dass wir hier den großen 600er Pistenbully haben. Mit dem können wir nämlich da doch eine ganz gute Breite gleich bearbeiten. So, 17.000 Euro haben wir schon wieder. Wird mich mal interessieren. Ja, die kostet 12. So, jetzt haben wir nur noch 1, 2, 3, 4 kleine Pisten. Dann ist alles okay. So, die 2 fahren wir, die 3 fahren wir hoch, die 2 nochmal runter. Das heißt, die präparieren wir jetzt noch nicht. Sondern werden natürlich dann gucken, dass wir das Ganze hier mit unserem Pistenbully größtmöglich machen. Denn dann haben wir natürlich da auch wieder den doppelten Erfolg. Und unten haben wir dann auch noch die 2 Pisten, die wir machen müssen. Also es wird eng, glaube ich. Es wird richtig eng. Solange nicht die japanische Helferin Su Eng wieder dabei ist, denke ich mal, ist das kein Problem. Bis jetzt schaut es zumindest gut aus. Mal gucken, die 3 haben wir noch nicht genug Geld. Kostet also noch dezent mehr als 11.770 Euro. Mhm. Ja, wird wahrscheinlich deutlich mehr noch kosten. Das ist jetzt so eine Art Gegeneinanderlaufen, ne? Wir müssen jetzt so viel Geld kriegen, um zu sehen, was wir bezahlen müssten. Und gleichzeitig arbeiten wir das, was wir bezahlen müssten, aber runter, weil wir ja, wie gesagt, mit Pistenbully gerade unterwegs sind. Und irgendwann haben wir sozusagen die goldene Mitte gefunden. So, nur mal schnell gucken, ob wir jetzt schon was sehen. Nee. Für die wird es auch noch nicht reichen. Die 6 und die 4, ja, das sind auch nochmal 2 Riesenbrummer. Au backe, au backe. Ja, da werden wir noch ein bisschen mal brauchen. So, hier wird es jetzt so langsam ein wenig tricky. Denn wir sind ja hier eigentlich jetzt schon überall ganz gut dabei gewesen. Immer so, ach hier, den Mittelstreifen können wir schön fahren, genau. Das passt doch eigentlich ganz gut. So, sind wir bei 37.000, das reicht aber immer noch nicht. Also ihr seht, da kommt nochmal ein ganz schöner Batzen auf uns zu. Gucken, ob wir jetzt... Na, ich bin da ein bisschen ungeduldig, würde gerne mal wissen, wie viel wir da jetzt noch blechen müssen. Also es sind auf alle Fälle noch über 40.000, das heißt, ja, ist noch ein bisschen was zum Schrubben hier, ne?
Und wenn wir jetzt die 3 gleich oben sind, dann wie gesagt fahren wir die 2 nochmal runter. Also ich denke mal, wir sind jetzt im Endspurt sozusagen für die letzte große manuelle Pistenpräparation. Allerdings weiß ich nicht, ob wir die heute auch so zum Ende bringen können. Das werden wir jetzt gleich sehen. Wir gucken nochmal rein. 45 sind es noch. Okay. Also von daher wären wir dann schon fast wieder pleite. Deswegen hoffe ich natürlich, hier ist auch noch ausgerechnet der Pistenbereich zu Ende. Das bringt uns nicht viel. Hier können wir noch ein bisschen was holen. Ja. Okay, mal schauen. Ja, ich denke mal, hier konnte man noch ein bisschen was machen. So, und dann fahren wir jetzt gleich die 2 wieder runter. Das ist schon mal also auf alle Fälle. Die anderen Pisten sind ja soweit klar. Außer der 4 und der 6 unten. Die müssen wir dann, wie gesagt, auch noch durchziehen. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Aber ich denke mal, das kriegen wir auch noch hin. Achtung, Skihasel. Ja, genau. Spring mal über meinen Pistenbully. Auch nicht schlecht. Habe ich so auch noch nicht oft gesehen. So, jetzt gucken wir mal. Die Piste 3 sind mal durch. 44, alles klar. So, das heißt, jetzt haben wir schon wieder 12.000 Euro zusammen. Und nur noch 3 Pisten übrig. Also es sieht eigentlich so insgesamt schon ganz schick aus. Wir müssen jetzt nur gucken, wo fahren die da am besten oder am meisten. Links der Bereich, der ist noch nicht gemacht. Ah, rechts fahren auch welche. Also ist eigentlich Latte Macchiato, wo wir da rumfahren. Hauptsache wir fahren so, dass wir die Helferkosten etwas noch nach unten bringen. So, dann ist das jetzt die drittletzte Piste. Das heißt, morgen könnte es dann mit viel Glück schon direkt losgehen. Oder im Lauf der Folge morgen könnte es dann losgehen, dass wir uns die ersten Gerätschaften schon mal anschauen. Würde mich persönlich sehr freuen, weil ich bin auch schon mal interessiert, wie denn so diese ganzen Sachen mit den Schneekanonen funktionieren. Da gibt es ja mobile, da gibt es feste. Ich habe sie allerdings nur im Händler gesehen. Ich habe sie also selber noch nicht probiert oder getestet. Bin also in dem Punkt auch jungfräulich, habe da keine Ahnung, was da auf mich zukommt. So, Piste Nummer 2, das sieht gut aus. Was würden Sie denn dafür noch haben wollen? Ah, 35 nur noch, das ist cool. Das heißt, da sind wir definitiv schon mal sehr gut vorbereitet. Das heißt, die kriegen wir also auf alle Fälle ganz easy und locker durch. Haben dann schon wieder ein bisschen Grundkapital. Ihr seht ja auch in der Gesamtbilanz, holen wir ja doch jetzt wieder ein bisschen Geld auf. Trotzdem wir ja immer wieder ein paar Helferchen hier aktivieren. Aber das Verhältnis der Einnahmen überwiegt jetzt doch ganz deutlich. Ist auch ganz okay so. So, hier fahre ich mal rechts auf die Seite. So, und da vorne wartet schon die Piste Nummer 6, ist da glaube ich, geradeaus durch. Und ja, die werden wir dann gleich im Prinzip weiterfahren. Wir sollten jetzt deutlich unter 35.000 sein und gleichzeitig natürlich wieder ein bisschen Kohle reingekriegt haben. Also das läuft soweit eigentlich sehr, sehr zu meiner Zufriedenheit. Ich persönlich bin begeistert. Weiß ja nicht, was ihr jetzt euch so denkt und vorstellt. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Idee haltet, alle Geräte nochmal vorzustellen. Und dementsprechend gucken wir mal, wie wir das weitergestalten. Ich würde schon fast sagen, so das eigentliche Let's Play in dem Sinne, dass man sagen, wir spielen, bis wir alles erreicht haben oder alles gekauft haben, haben wir ja soweit schon fast durch. Aber wie gesagt, also die Geräte würde ich ganz gerne noch vorstellen. Mit den Zwergen, ja, das ist so eine heikle Sache, weil wie gesagt, also 16 Stück fehlen. Das kann sehr, 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 sehr langatmig werden. Und ich will euch da jetzt auch nicht auf Teufel komm raus irgendwie Folgen präsentieren, die dann im Prinzip sagen, okay, oh, er spielt wieder, aber eigentlich macht er nichts, er rennt nur quer durch die Walachei und sucht ein paar Zwerge. Ja, weiß nicht, ob das so dann der Sinn eines Let's Plays noch ist, aber schreibt mir mal eure Meinung auf. Das ist nur meine Meinung, ich möchte euch ja nicht langweilen und es warten ja auch viele neue Projekte. Ein, zwei Folgen kommen hier ja definitiv noch, aber schreibt mir mal rein, was ihr noch gerne sehen möchtet und wo ihr dann sagt, naja, ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht. Jetzt können wir das Ganze beenden. Ja. Oh, da haben wir eine Mission. Ja, die würde ich ganz gerne jetzt doch akzeptieren. Da haben wir zum Glück ja 10 Minuten Zeit, bis wir dort sein müssen. Das ist schon mal ganz okay. Das heißt, wir fahren hier auf alle Fälle die Spur mal noch runter.
dass wir da zumindest hier den Bereich noch einkriegen. So, da haben wir auch noch Piste 6, das ist cool. Was nicht cool ist, ist, dass jetzt ausgerechnet unsere Zeit rum ist. Ja, dann würde ich sagen, überziehe ich jetzt nochmal 2-3 Minuten. Piste 6 werden wir morgen fertig machen. Ich bleibe jetzt hier mal ganz frisch stehen. Guck mal gerade, wo unser Transportschlitten ist. Wir stehen auch noch ganz oben. Na, wunderbar. Das heißt, ich werde jetzt mal den etwas unkonventionellen direkten Weg nach unten wählen. Mal gucken, ob ich da einigermaßen einen gescheiten Weg finde, mit dem ich mal so auf die Schnelle einen riesen Jump machen kann. Genau. Wie gesagt, ist nicht so die konventionelle Methode über die Skipiste, aber ich suche jetzt einfach mal einen Weg, mit dem ich schnell sozusagen in Richtung Tal komme, damit wir hier nicht allzu sehr überziehen müssen. So, und das klappt soweit eigentlich auch ganz gut. Ach ja, ich wollte gerade sagen, wir haben Glück gehabt und jetzt hänge ich tatsächlich an einem Baum fest. Oh scheiße. So viel dazu. Hallo? Okay. Das war's jetzt dann wieder. Nee, ah, wir haben es gerettet. Was ein Glück. Ich habe schon gedacht, wir könnten Fahrzeug-Sandwich Teil 2 spielen. Oh, Backe, oh, Backe, oh, Backe. Ja, also ganz so schnell ist, ja, nicht immer das Beste. McWorago hat einen klasse Spruch gehabt. Schneller ist nicht immer schnell. Schnell ist nicht immer schneller. Also, manchmal ist langsam auch schneller. Ja, lieber einmal den richtigen Weg nehmen, aber dafür direkt durchfahren. Notfalls ein paar Skifahrer ummähen, aber das kostet nicht so viel Zeit, wie an einem Baum hängen zu bleiben zum Beispiel. Ja, also das haben wir jetzt auch schon mal wieder gelernt. Gut, wie gesagt, das überziehen wir jetzt noch, das Eckelchen. Wir haben auch noch eine 4-Minuten-Mission, das heißt, wir müssen ja bis ganz nach oben. Oh shit, Frau Schmidt. Okay, da gucken wir uns das gleich mal an. Wie fahren wir jetzt hier am besten? Ich glaube, wir fahren da hinten die Parallelstrecke runter. Da kommen wir etwas direkter vom Weg raus. So, ja, aber einen Vorteil hat es natürlich. Durch das leichte Überziehen kriegen wir jetzt noch ein bisschen Geld zusammen. Das heißt, wir können in der nächsten Folge definitiv endlich die Pistenräumung dann beenden. Ich will da nochmal gucken, ob wir das vielleicht doch ein bisschen noch beschleunigen über die Helfer. Denn, ja, dann möchte ich doch schon so langsam hier in den Bereich kommen, dass wir sagen, okay, wir fangen mit den Gerätschaften an. Gut, die Piste 6 werden wir natürlich noch doppelt runterfahren. Das ist klar. Andere Überlegung, wir haben ja dann die Piste 4 noch, die braucht ja auch noch ein bisschen was. Da gucken wir dann vielleicht gleich ganz kurz nochmal zum Schluss rein, was wir dementsprechend an Kohle brauchen. Wie gesagt, wir kriegen durch die Mission ja jetzt auch noch ein bisschen Geld rein. So, und jetzt müssten wir eigentlich auch bald hier den Pickup-Point haben. Der sollte jetzt hier zu meiner Rechten gleich auftauchen. Wunderbar. So, und wir müssen wohin? Egal. Erstmal ganz nach oben. So, die Zeit läuft. Und ich gucke schon wieder auf die Karte und nicht auf den Laternenpfahl vom Planeten Krypton. Mann, Mann, Mann. Zum Glück gibt es kein Schadensmodell. Ihr habt wahrscheinlich jetzt gerade den Monitor angeschrieben. Achtung, Achtung, wo fährt denn der? Ja, klar. Solaris fährt, ist klar. So in der Richtung, ne? Ja, also das habe ich noch nicht so ganz raus. Ich habe mich 2 Sekunden unten auf den grünen Kreis konzentriert, wo ich am besten die Piste fahre. Und schwupps ist mir die Laterne direkt vor den Schlitten gesprungen. Ich konnte gar nicht so schnell ausweichen. Ja, sie wollte sich einfach das Elend nicht mehr anschauen. Naja gut, Spaß beiseite. Ja, also das werde ich wohl nicht mehr lernen. Oh, der Schlitten holpert so ein klein wenig durch die Gegend. Wäre schön, wenn der sich mal wieder ein bisschen beruhigen könnte. Dankeschön, weil der zappelte eben da doch ein bisschen rum. War vielleicht nicht ganz so das Tolle. Frag mich nur gerade, warum. Weil der müsste doch durch die Kufen sich selbst wieder in die Spur ziehen. Bin ich so der Schlittenfahrer, kann das jetzt nicht beurteilen. Ich habe das Schlittenfahren aufgegeben, als mein Vater mir im Tiefschnee mit dem Schlitten über mein Bein gefahren ist. Danach habe ich gesagt, danke. Nö, Schlitten passé. So, und jetzt sind wir hier oben. Oh, müssen wir ganz da hoch, wo wir eigentlich hergekommen sind. Heieiei. Naja, dann wird die Folge jetzt ein Tick länger, wie gesagt, aber das Geld will ich noch mitnehmen. Weil das bringt ja ganz gutes Geld und wir haben den Vorteil, wir haben schon wieder 200 Riesen zusammen. Das heißt nämlich, wir können also auch unheimlich viel ja, mit den Helfern jetzt noch machen und haben auch schon gleichzeitig ein bisschen Startkapital, dass wir
ja, entsprechend dann im Prinzip an die Maschinen bzw. Geräte gehen können. Ich weiß auch gar nicht, was die so kosten, die Teile. Ja, super Urlaub. Da fährt er, schickt er mich ganz nach außen. Jetzt versuche ich mal eins, ob ich hier rüberfahren kann. Ah, das sieht ein bisschen strange aus. Aber könnte hinhauen. Weil dann kann ich hier nämlich diese kurze Querverbindung nehmen. Das ist, glaube ich, einfacher als da oben entlang. Hey, das hat sogar mal richtig cool funktioniert. Bin ja ganz begeistert. Dann machen wir jetzt gleich nochmal das Spielchen. So, und da oben müssen wir es nämlich abgeben. Ha, jetzt kriege ich doch so langsam den Dreh raus. So, wo ist die Abladestation? Da ist sie. Gut. Puh, was eine Tortur. Ah ja, gut, für 880 Euro Trinkgeld, sprich Zeitbonus, können wir das auch noch machen. Okay, die Piste 4 will 95.000. Und die Piste 6, da sind wir jetzt gerade. Piste 2 ist fertig, die machen wir durch. Piste 6 wäre bei 47. Dann würden wir die 6 morgen runterfahren, hier das Stückel hoch und dann ist die 4 schnappen. Oder wir fahren, na gut, das entscheide ich morgen. Gucken wir heute nicht mehr. Für heute war es das. Ich speichere auch schon mal ab. Sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, morgen die letzte Pistenpräparation. Und dann geht es rund. Sehe ich das jetzt richtig oder hängt das da noch ein bisschen was hier? 1400 Euro ist auch noch nicht perfekt, ihr Schweine. So, aber ich glaube, jetzt haben wir alles, ne? Ne, die 8 hat auch schon wieder 246 Euro. Ihr habt ja einen am Ömmel. Die 14 auch. Ja toll, gleich ist die Kohle weg. Die 7 auch noch. Hallo, geht's noch? So, jetzt aber Schluss, jetzt aber gut. Bis morgen. Servus und tschüss.